Und herzlich willkommen zurück zu der Mindtest. Diesmal wieder im Vollbildmodus. Genau. Muss ich nur aufpassen, dass ich mich dann nicht aus Versehen. Obwohl, geht ja gar nicht. Ist ja verschiedene Passwörter. Dachte gerade, dass wenn ich dann im Fenstermodus spiele, also privat spiele, mich nicht aus Versehen als Onyx anmelde. Aber fällt mir das wenigstens daran auf, dass er sagt, für falsches Passwort. Ach ja. Gut, 108 mal feuchten Zement brauchen wir. 108 mal feuchten Zement. Da brauchen wir auf jeden Fall 108 mal grauen Farbstoff, wo immer wir grauen Farbstoff herbekommen sollen. Hi. So. Wie Zement. Brauchen wir dunkelgrau. Auch noch ganz speziell. Weißt du, leck mich doch. 108 durch 3. Sind das 36? Doch, sind 36. Das heißt, wir brauchen 36 mal Erde. Haben wir die zufälligerweise hier? Scheiße, das hätte ich also auch gleich aus dem Lager holen können. Egal, wir bekommen erstmal grauer Farbstoff. Wo bekommen wir den überall her? Oh, Alter, ernsthaft nur mischen? Oh. Gut, schwarzer Farbstoff ist zumindest relativ simpel. Einfach Kohle, kriegen wir viermal Farbstoff, ist kein Problem. Weißer Farbstoff macht mir da schon eher Sorgen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Gut, andererseits, wir brauchen 36 mal. Nein. Wir brauchen 108 mal. Das heißt, wir brauchen... Doch. 36 mal weißen Farbstoff. Okay, das kriegen wir hin. Wenn wir es nicht sogar schon haben. Hatten. Weißer Farbstoff ist tatsächlich leer. Warum denn das bitte? Gut, dann machen wir erstmal 72 mal schwarzen Farbstoff. Haben wir davon noch welchen? Dreimal. Gut, dann machen wir 72 mal Kohle. Also keine Ahnung, wie viel Kohle. Also 18 mal eigentlich, ne? Müsste ja genau hinpassen. So. Ja, 72 mal. So, und jetzt brauchen wir noch 9 Blumen. Genau, doch 9 weiße Blumen brauchen wir. Was? Achso, wie gerade geschrieben hat. Hi, die ganzen An- und Blöcke hier. Achso, die gehören zu den Mobs. Die nicht funktionieren. Yep, genau. Tiere sind leider erstmal weg, bis 10 plus 1, Fragezeichen. Die Mod gefixt bekommen. So, was jetzt aber brauchen, sind weiße Blumen. 9 Stück. Nummer 1. Nummer 2. Übrigens ist ja auch schon ein Tier abhandengekommen. Ne? Ich hatte alle Tiere gesichert gehabt, also rausgenommen gehabt. Aber dabei ist mir aufgefallen, ich glaube, ein Küken war weg. Ich habe alle Tiere soweit gerettet bekommen, also alle Kühe, alle Schafe, alle Katzen und alle Wildschweine. Aber von den Küken, also von den Hühnern quasi, da habe ich nur entweder das männliche oder das weibliche, also eins von den beiden fehlt halt. Das müssen wir dann also später neu beschaffen. Ja, aber wie gesagt, darum kümmern wir uns erst, wenn, wie gesagt, die Mod auch wieder funktioniert. Sich vorher darüber Gedanken zu machen, bringt gar nichts. Wer weiß, ob die Mod überhaupt jemals wieder funktioniert. Haha. So. Perfekt. Haben wir 108 mal, ach komm, 108 mal grauen Farbstoff. Brauchen wir noch 36 mal Erde und Wasser. Easy. Geht eigentlich voll. Ist ja kein Problem. Ist ja, also es läuft ja hier alle wie am Schnürchen. Naja, der größte Task steht uns aber noch bevor. 900 mal fucking Blei. Ich meine, bei GTA San Andreas, da habe ich locker schon 900 Blei verschossen. Ja. Was suche ich jetzt eigentlich gerade? Achso, Erde. 36 mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Danke. So. Nein. Och, nein. Ich hasse die so sehr. So.
Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch Wassereimer. Über dieses Wassereimer jedes Mal wieder auffüllen, dann wieder, ne? Aber gut. Ich meine, wir haben zum Glück direkt bei uns in der Nähe Wasser. Ist also nicht das Problem, aber es ist halt immer so nervend. LOL. Warum diesmal? Wieder habe ich Sprint? Wenn ja, kommt die Mod nämlich auch raus. Ja, es gab schon viele Fehler. Tatsächlich wieder habe ich Sprint. Gut, dann fliegt die Mod auch raus. Punkt MT. Hutbau Sprint, wo ist denn die? Die Mod hat mich ja sowieso angekotzt. Da können wir zwar gar nicht mehr sprinten, aber wie gesagt, die Mod funktioniert sowieso nur jedes zweite Mal, von daher. Scheiß was auf die Mod. Ja, wo ist denn die? Ach komm. Da. Speichern. Am besten gleich auf Altherwand. Oh. Siehst du? Diese ganz einfachen Editoren, ne? Midnight Commander. Textbasiert. Kann viel mehr als diese ganzen grafischen Editoren, wie es der Geier was. Er kann sich sogar das, was man gesucht hat, über Sessions hinweg speichern. Ist das nicht schon genial? Das macht das Editieren so viel einfacher. Und ich liebe diese Konsole, weil damals haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht, wie kann man das Arbeiten mit Textdateien vereinfachen. Und ein Schritt ist zum Beispiel, dass man einfach hierauf klickt, Enter drückt und man hat das, was man auch davor gesucht hat. Und kann damit mehrere Dateien super leicht, super schnell bearbeiten. Und auch hier diese Steuerung E und den MT, was ihr wahrscheinlich gerade gar nicht seht, weil es außerhalb der Aufnahme ist. Egal. Halt mit Steuerung R kann man halt in der Konsole nach dem letzten Befehl suchen, der einen Suchbereich mit beinhaltet. Und damit suche ich quasi einfach immer nach Punkt MT und filter mir damit die ganzen MT-Dateien raus. Das ist so einfach. Sowas könnte man mit regulären Textdateien niemals im Leben so schnell hinbekommen. Bam. Diggi, was geht? Yeah! Motherfucker Bitch! Was? So, jetzt muss ich einfach alle Server neu starten. Ach was, nee, kippa. Beim nächsten Neustart ist die Mod denn ja deaktiviert, von daher. So, nochmal zu gucken. So, perfekt. Ach ja. Gerade wo wir so mitten im sind. Hutbar Sprint, du kleiner Ficker. Nächstes Sorgenkind. Hutbar Sprint. Ist ab dem nächsten Neustart. Aber auch jetzt raus. Ist schon das zweite Mal auf diesem Server. Und da ist auch noch ein anderer Server auch schon abgestürzt, deswegen. Deswegen war es mir schon fast klar, dass dieses Hutbar-Sprint Macken macht. Weil wenn zwei Server durch die gleiche Mod abstürzen, dann kann es kein Zufall sein. Wie gesagt, es gibt auch Zufälle, dass das einfach mal sich so irgendwas aufhängt und den Server einfach mal einen Neustart macht, gehört dazu. Aber wenn es halt regelmäßig ist, dann merkt man schon, aha, da passt irgendwas nicht. Und ja, wie gesagt, das ist halt immer bei so großen Updates. Ist halt leider so, gehört halt dazu. So, genau, wir sind jetzt gerade dabei, einen Wassereimer zu suchen. Also nicht zu suchen, wir wissen ja, wo der ist, aber zu holen. Dankeschön. Und dann machen wir jetzt ganz viel Zement. Ist hier das geil oder was? So, du kommst erstmal komplett hoch, dann machen wir aus euch das, dann kommst du nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Und das Ganze jetzt 50 Mal.
Linksklick? Ach, okay, linksklick. Ich frage mich immer, wie so für Außenstehende immer so aussieht. Ne? Ich meine, jetzt gerade so JJK1 jetzt einfach nur so rumläuft und gar nicht weiß, was wir jetzt hier machen. Für die stehen wir quasi einfach immer nur am gleichen Fleck die ganze Zeit rum und gucken einfach in die Landschaft, weil bewegen uns dabei ja auch nicht. Ne? Wir stehen halt einfach nur hier. Das, was wir machen, sieht sie ja nicht. Gut. Außer sie sieht es immer, wenn halt immer kurzzeitig das Wasser verschwindet an dem einen Block. Aber. Ich meine, gut, wir haben es ja schon mal machen müssen. Von daher, wenn sie die Folge geguckt hat, dann kann sie sich vielleicht schon denken, warum wir jetzt hier gerade rumstehen und offenkundig nichts tun. Ach, ist das Beschäftigungstherapie hier, Alter. Ist ja schlimm, ist das. Ah ja, gleich sind wir fertig. Dann haben wir dieses feuchte Zement auch schon mal hinter uns. Ja. Halt, wieder raus hier, hallo? Tasten drücken, da kommst du ja voll durcheinander, du bist ja komplett kirre hier gerade. Oh, sie schreibt, bei welcher Folge bist du gerade? Gott, gute Frage. 240? 241? Eins von beiden. Ah ja, wenn man so viele Folgen aufnimmt wie ich, dann kann man auch schon mal durcheinander kommen. Ja, yeah, gleich geschafft. Gott, was für eine Tortur. Halt, nein. Achso, ja, okay. Hey, jetzt haben wir hier einen Überlauf. Jetzt muss ich also die einfach mal manuell wieder nach da schieben und dann ja, geht's weiter. Yay, yeah, geschafft! Woo. Was? Achso. Perfekt. So, damit haben wir jetzt auch unser ganzes. Achso, müssen wir da. Ah, ne, alles gut. Hä? Achso. Ha, halt, ich muss ja erst noch zubereiten. Ich muss ja erst noch hier. Was jetzt? Wir brauchen genau diese Stahlbarren. Ey, wir haben jetzt quasi unseren feuchten Zement. Aber das reicht ja noch gar nicht aus. Das müssen wir noch weiter verarbeiten. Hierzu. Das heißt, wir brauchen, genau. Wir brauchen noch die Dinger. Und dann haben wir alles. Also einmal so, einmal so, einmal so. Bam. 72, 72. Und dann sollten wir jetzt alles haben. Yeah. Ist das auch richtig so? Doch, 216, doch, genau, doch, das passt, alles gut. So. Jetzt kommen die Dinger. Und da muss ich kompressen. Das heißt, ihr kommt erstmal nach da oben. Dich brauche ich, dich brauche ich, dich brauche ich. So, wie werden die Dinger jetzt zubereitet? Ach, die kann ich einfach direkt fertigen. Ist ja einfach. Lol. Und dann? Was mache ich dann? Ah, okay, die Dinger muss ich dann kompressen. Kompressen. Habe ich Kompressen unten? Habe ich hier mehrere? Ja, sehr schön, ich habe da mehrere. Kann ich die nicht parallel betreiben? Weil ich schätze mal, das dauert ein bisschen. Ach komm. Ah. Kein Problem, nicht mal die Hälfte. Also doch ungefähr die Hälfte. Nee, nicht mal die Hälfte.
Sehr schön. Jetzt können wir die Dinger hier alle MV-Kompressoren. Ja, genau so. Und dann haben wir quasi unsere explosionsbeständigen Beton-Dinger schon fertig. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Jetzt weiß ich gerade noch gar nicht. Bei diesen 216, hatten wir die Standfüße damit einberechnet? Oder nicht? Weil ich wollte auch noch so eine Standfüße machen. Und die mache ich halt in der Regel immer auch aus diesem explosionsbeständigen Beton. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einberechnet hatte. Können wir ganz kurz nachrechnen. Also der Außenmantel hat eine Fläche, also einen Radius von, also nein, einen Umfang von 7. Nein, ein Durchmesser von 7, genau. Das heißt, wir haben 6 mal 7 sind 42. Nein, 6 mal 5 für die Seitenwände. 6 mal 5 mal 4, also 6 mal 5 sind 30, also 120. Und dann um und unten jeweils noch 49, das wären also 98. 98 plus... okay, alle das sind schon 216. Hat sich da die Standfüße also nicht mit berücksichtigt. Da müssen wir die Füße also aus irgendwas anderem machen. Können wir irgendwie, weiß nicht, Gravel machen? Gravel, klar, Standfüße, easy. Nee, aus Cobblestone. Wo ist das? Wo ist hier? Guck mal her. So, oh, ist sogar noch eine Rechnung mit drin. So, 5 mal 6 mal 4. Warum macht der nichts? 5 mal 6 mal 4. Was macht der da? Achso, ach Gott, delete all. 5 mal 6 mal 4. Genau. Und das plus 98. Warum sogar 218? Hä? Rechne ich jetzt gerade falsch? Hat sie nicht 216? Bin ich gerade ein bisschen perplex. Oder haben wir 218 gemacht jetzt gerade? Wer weiß das schon? So, dann gucken wir mal ganz kurz. Jetzt müssen wir eigentlich alles haben. Ne, doch, wir haben immer mit 216 gerechnet, kann das sein? Hat 218, kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Holy shit. Booyah! Passt doch gar nicht mehr etwas übrig. Hä? Vor allem ist jetzt mehr als 218. Wir haben jetzt schon 215. Ach, weil wir hier auch mehr hatten. Ja, alles gut, genau. Hier hatten wir ja eben zwar eine ungerade Zahl, weil es eben ist ja immer eine Neuner. Wir bekommen immer 9 raus. Von daher haben wir jetzt quasi 8 umsonst quasi. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hat sie was geschrieben? Machst du eigentlich mal wieder Mindclone-Videos? Da weiß ich aber nicht, was ich bauen sollte, da es ja weder Technik noch Home Dekor etc. gibt. Oh klar, erstmal mit 2i. So, was jetzt? Genau. Wir haben, was jetzt? Ach da. Wir brauchen also noch mehr Konkrete. Um konkret zu sein. Und zwar einmal. Also wir haben jetzt wir haben jetzt 215. Wir machen mal nochmal zweimal. Weil der Rest nehme ich mit diesen Dinger ganz genau. Das heißt, wir brauchen noch 9 mal Zement. 9 mal Zement. Oder? Ja doch, genau. Ach, was macht der jetzt gerade? So, genau. 9 mal Zement. Brauchen wir also noch. Ja, nochmal viermal das, viermal das, viermal das. Und vor allen Dingen nochmal Zement. Flüssigen. Gott, da rechne ich die ganze Zeit so viel nach und dann ist alles hier für die Katze. Was ist denn los? So. Vor allem reicht es denn überhaupt? Wir haben jetzt 215. Eben für die Standfüße wird es dann eh nicht reichen. Vor allem für die Standfüße brauchen wir 36.
Stimmt, hatte ich extra gelistet gehabt. Ja, hatte ich geschrieben gehabt, 216 plus 32, ne? Ja gut. Kann aber passieren. Das heißt... Fuck the shit. Gott. Oder wir machen die Standfüße einfach nur aus Betonblöcken. Das würde halt sich auch, ne, damit sich das optisch ein bisschen abhebt quasi. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch mindestens einen Durchgang. Das heißt, wir brauchen noch viermal Konkretblock. Das heißt, wir brauchen noch dreimal Eisen. Stahl, okay, Zinn bringt mir nichts, ich brauche Stahl. Schmelze das Ding einfach mal komplett ein. Dankeschön. So. Dann haben wir das hier schon mal. Achso, ich kann gucken, vielleicht habe ich davon noch Überschuss. Wenn wir davon immer gleich so viel produzieren mit einmal, kann es für mich sein, dass wir davon noch was haben. Aha, wie ist der, sag ich doch. So. Ja, mach erstmal. So, was brauchen wir noch? Genau, zweimal Gravel, zweimal Erde. Sand. Und einmal Erde auf jeden Fall noch. Oder? Nee, wofür hätten wir die Erde benutzt? Doch, genau, wir brauchen Erde für dieses feuchte Zement. Da brauchen wir einmal Erde, zweimal Sand und zweimal Gravier. Sehr schön. Holy shit, Alter, das wird eine Sache, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird aber, das ist aber echt, das ist aber... So, das war jetzt der letzte Fehler. Das heißt, ist er wahrscheinlich wieder abgestürzt. Können wir mal ganz kurz nachgucken. Ist nicht, dass das an was anderem lag. Yep, war schon wieder Hut. Sprint. Okay, das heißt, der Fehler ist jetzt gefixt. Dann sollte der Server jetzt nicht mehr abstürzen. Zumindest nicht aufgrund dieser beiden Fehler, also wegen Mobfredo und dieser. Kann ja sein, dass jetzt wieder der nächste Fehler kommt. Weiß man noch nicht. Man weiß es nicht. Mache er hin. Das kannst du nicht mit ansehen hier. So. Ab jetzt kein Butter. Wir sind noch gar nicht on, aber ist auch egal. Wenn sie ankommt, kann ich sie nochmal senden. Man kann sie ja beliebig oft senden. Was? Jetzt mal überlegen, genau. So. Damit haben wir wieder alles, was wir brauchen. Ach, jetzt brauchen wir nochmal Farbe. Wir brauchen also... Und keine Abstürze. So. Also jetzt können wir nämlich gar nicht mehr sprinten. Aber wie gesagt, auch mit der Mod hat er meistens nicht funktioniert, von daher. Haben wir jetzt aufgesammelt? Doch, haben wir aufgesammelt. Normalerweise klopft ihr doch erstmal auf. Doch, tut sie auf. Da standen wir einfach nur so nah dran, dass sie direkt in unser Inventar gegangen ist.
Wo ist am meisten Platz? Hier vorne ist am meisten. Na, wohl hier wächst wahrscheinlich doch nichts, weil ist ja dieser braune Sand. Wo ist schon viel Platz? Ach komm, hier. So. Daraus bekommen wir natürlich gleich vier Malfarbe, ganz klar. Aber was willst du machen? So, da sollten wir jetzt. Achso, ich muss ja erst noch daraus. So. Perfekt. Das. Das. Und das. Und wir haben dreimal feuchten Zement. Da werde ich mal ganz feucht. Oh. Okay. So. Da kann der Eimer jetzt eigentlich wieder in die Kiste. Den brauchen wir nicht mehr. Und wir haben alles, was wir jetzt brauchen. Sehr schön. So, das kommt jetzt einmal. Ah ne, andersrum. So, halt. Perfekt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Haben wir quasi 2 zu viel, aber. Lol. Jetzt, wo das selber läuft, verschwindet sie. So, das heißt, wir machen jetzt die Betondinger. Warum hab ich jetzt dafür nur noch 2? Ach so! Ach scheiße! Oh Gott, Alter! Was macht denn hier für eine Kacke? Wir brauchten 32, also ich brauche noch 30. Ich möchte sterben. Ich möchte einfach sterben. Okay, also 5-mal das Ding. Wir brauchen also noch. Oh Mann. Kann ich nicht einmal bis zum Ende denken? Oder wir nehmen einfach doch ein anderes Material. Ich meine, wir haben hier noch die Dinger. Würde das optisch gut aussehen, wenn wir daraus die Tanzfüße machen? Also optisch an sich ja, aber ich meine jetzt in Bezug darauf, dass hier dieses Ding bereits dieses komische Zeug da hat. Und dieses doppelt gemoppelt, ich weiß ja nicht, ob das so gut aussehen würde. Ich glaube, wir nehmen doch Cobblestone. Aber ich muss auch ehrlich zugehen, dass ne, das Beton ist halt eine gute Alternative, klar. Aber es ist halt auch so extrem hell. Danke dafür. Es ist auch so extrem hell. Ach, jetzt weiß ich, wie ich auf 216 kam und nicht 218. Weil ja oben und unten jeweils ein Block frei ist. Das heißt, ich brauche wirklich nur 216. Aber es wäre trotzdem zu wenig gewesen. Weil eben 216, dann hätten wir quasi. Na genau, 8 übrig gehabt. Es wäre also trotzdem einer zu wenig gewesen. Das ist natürlich hässlich. Aber also, um einen nochmal zu machen, nochmal einen ganzen Stackpoint machen müssen. Naja, egal. Meintes ist das sehr verschwindet. Ja, also wie gesagt, was ich jetzt meinte ist, ne, das würde halt optisch. Es ist halt sehr hell. Sehr hell. Sehr, sehr hell. Ich guck mal ganz kurz, wie es einfach aussieht, einfach hiermit. So. Da sind ja dann später die Standfüße. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Wand nicht noch eins nach hinten verrücken. Weil es ist doch echt ganz schön eng. Ich meine, hier zur Seite ist es nicht so schlimm, aber hier vorne. Obwohl, doch, das geht eigentlich voll klar. Upsala! Was ist hier passiert? Ach, ich bin doch zu. Oh, ich bin doch bescheuert, Alter. Ich bin doch viel zu nah an der Wand dran. Ich schon wieder. Alles gut.
Eben. Hier muss das rein. In die Ecke muss das rein. Und schon wird es dunkel in Berlin. Kann man bitte hier mit Licht machen? Was ist denn hier los, sag mal? Und schon ist hinter uns auch wesentlich mehr Platz. Tada! So, und hier drauf kommt nämlich jetzt die Betonschicht. Dann müssen wir später noch gucken, weil hier muss ja irgendwie denn die Leitung weggehen. Aber die geht ja sowieso unterirdisch weg. Das heißt, da müssen wir dann sowieso nach unten graben. Irgendwie war mal später. Upsala. Wichtig ist, dass wir erstmal eine solide Betondecke haben. Eine explosionsbeständige Betondecke. Das ist dann quasi die erste Schicht für unser Atomkraftwerk. Quasi das Fundament unserer Arbeit. So, genau. Hier wird dann locker, hier wird dann offen gelassen. Hier kommt dann später ein Loch rein. Dass der drei tief geht. Also, eigentlich würde nur eins reichen, aber damit ich da unten auch ordentlich langlaufen kann während des Verlegens, machen wir das Ding einfach drei tief. So, dann kannst du mich hier mal quasi zwei Blöcke weggehen, kann mich drin auch laufen. Vielleicht machen wir es sogar noch größer. Ich weiß nur nicht, optisch gesehen, die Sache ist, optisch gesehen wäre es halt geil, wenn ich das Ding quasi vier hoch mache, dann ist quasi unten das Kabel, über dem Kabel ist dann quasi ein Gitter und man kann selber auf dem Gitter laufen. Aber würden wir später überhaupt jemals langlaufen? Eigentlich nicht, von daher lassen wir das auch. So, die Fackel kann nämlich hier rein. Hier stört sie erstmal keinen. Oh, Ronny kann fliegen! Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Hättest du nicht gedacht. So, damit ist die erste Schicht schon mal fertig. Oh, wie wir jetzt hier den Aufgang machen, ob wir einfache Treppen bauen oder tatsächlich, auch machen, dass wir hier quasi eine Schräge rauf. Ich meine, hier da geht ja eh kein Weg rein in das Ding. Von daher halt es erstmal so, wenn wir es einfach nur temporär erstmal hinbauen. Aus, wenn wir da einfach Cobblestone gerade hinplatschen. So ungefähr. Oh, kommt man hier rein? Upsala. Und können wir hier später weiter die Wände hochziehen. Das wird geil. Aber ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge, also fangen in der nächsten Folge erstmal an, tatsächlich mal in die Höhle zu gehen und Blei zu suchen. Wir brauchen Unmengen an Blei, also wirklich massenweise Blei, also richtig viel Blei. Was? Alter, mein Server ist auch nur noch am Rumheulen hier, was ist denn los? Ja, das haben wir damit auch abgeschlossen. Eigentlich kann die Liste jetzt mittlerweile weg. Brauchen wir nicht mehr. Das reicht aus. Beziehungsweise davon auch dahinter. Genau. So. Bis dann.